Ranger für den Stadtwald, ein Notfallplan für den Lech und Tipps zum Wohnungskauf. Darüber sprechen wir heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Der Lech führt gerade sehr wenig Wasser. Das ist besonders für die Kanu-WM ein Problem. Die soll nämlich in den kommenden Wochen stattfinden. Die Stadt setzt deshalb auf einen Notfallplan. Das Tiefbauamt hat mit einem Kran Betonwände in den Hauptstadtbach neben der Olympiastrecke eingesetzt. Die Barriere soll das Wasser stauen, sodass wieder genug da ist für den Eiskanal. Man habe sich das genau überlegt, heißt es von der Stadt, also auch die ökologischen Auswirkungen auf die Bäche und Kanäle, die mit dem Lechwasser gespeist werden. Sie dürfen nicht komplett trocken fallen. Die Stadt geht aktuell davon aus, dass sich mit dem Notfallplan die Kanu-WM umsetzen lässt. Dennoch ist nicht ganz klar, ob der Wasserstand fürs Training und für die Wettkämpfe ausreichen wird. Das hängt natürlich auch von Faktoren wie dem Wetter ab und die sind nicht steuerbar. Mit der Corona-Pandemie sind Testcenter wie Pilze aus dem Boden geschossen. Überall konnte man sich gratis einen Bürgertest machen lassen. Leider gibt es da nicht nur ehrliche, korrekt arbeitende Stationen, sondern auch ein paar schwarze Schafe. In Augsburg geht die Polizei gerade mehreren mutmaßlichen Betrugsfällen nach. Der Verdacht ist aufgekommen, weil sich mehrere Menschen bei der Polizei gemeldet haben. Sie hatten ihren Testtermin abgesagt, haben dann aber trotzdem ein Ergebnis zugeschickt bekommen. Da kann also was nicht mit rechten Dingen zugehen, besonders weil es mehrere solche Fälle gibt. Die Beamten ermitteln jetzt auf unterschiedliche Weise. Sie prüfen zum Beispiel, ob die Zahl der von den Stationen abgerechneten Testungen mit der Zahl der eingekauften Testkits zusammenpasst. Anhaltspunkte für einen serienmäßigen Betrug gibt es aber bisher nicht. Vor kurzem ist bekannt geworden, dass der Bau einer zweiten Stammstrecke für die S-Bahn in München deutlich länger dauern wird als geplant. Und das hat auch Auswirkungen auf Augsburg. Eine Express-S-Bahn sollte nämlich von Augsburg-Oberhausen bis zum Münchner Flughafen fahren und das nur in 85 Minuten. Das wäre für Reisende also eine deutliche Erleichterung. Ohne den zweiten S-Bahn-Tunnel in München lässt sich das Projekt aber nicht umsetzen, also heißt es auch für die Augsburger erstmal abwarten. In Oberhausen müsste auch der Bahnhof umgebaut werden, damit die Express-S-Bahn dort verkehren kann. S-Bahnen haben nämlich eine andere Einstiegshöhe als Regionalzüge. Es ist heiß und es wird noch heißer. Heute erreichen wir in Augsburg mittags sogar 33 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Die Tiefstwerte liegen morgens bei 14 Grad. Also lieber früh morgens die Wohnung lüften und danach verdunkeln, wenn ihr es schön kühl haben wollt. Sich eine eigene Wohnung oder sogar ein Haus zu kaufen und nicht ein Leben lang Miete zahlen zu müssen, diesen Traum haben viele Deutsche. Wie die Lage auf dem Immobilienmarkt aktuell ist und ob es sich lohnt, sein Erspartes hervorzukramen, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Kerler. Hallo Michael. Hallo Greta, grüß dich. Wohneigentum ist ja Jahr für Jahr teurer geworden. Jetzt hat eine Studie überraschend gezeigt, dass die Preise bei Einfamilienhäusern erstmals nachgelassen haben. Gilt das auch für unsere Region? Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Studie. Da muss man vielleicht wissen zum Hintergrund, die stammt von dem Immobilienportal von ImmoScout24, die ja ganz, ganz viele Immobilienanzeigen beobachten können, die bei ihnen inseriert werden. Und ImmoScout hat eben rausgefunden, dass im zweiten Quartal, also im Anfang dieses Jahres, die Preise in großen Metropolen in Deutschland gesunken sind teilweise. Zum Beispiel in Stuttgart um bis zu 6,6% bei bestehenden Einfamilienhäusern. Und tatsächlich finden sich solche Effekte auch in unserer Region. In Augsburg zum Beispiel hat man herausgefunden, dass die Preise für neu gebaute Wohnungen in diesem zweiten Quartal eben um rund 3,3% nachgegeben haben. Und auch für Neu-Ulm oder Ingolstadt oder Memmingen finden sich ähnliche Effekte. Um ein Beispiel nochmal rauszugreifen, in Memmingen ist der Preis für bestehende Wohnungen
also nicht neu gebaute Wohnungen, bestehende Wohnungen, Altbauten, um 2,6% gesunken. Obwohl die Preise gerade nachgelassen haben, ist es für viele Familien schwieriger geworden, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Warum ist das denn so? Ja, man könnte meinen, endlich geben die Preise mal nach. Ist das nicht die Chance zuzugreifen? Weil jahrelang ist es ja immer nur teurer und teurer geworden. Wer eine Wohnung kaufen wollte, hat sich von Jahr zu Jahr immer höheren Preisen gegenüber gesehen. Und bei Häusern war es natürlich genauso. Und wer bauen wollte, hatte noch größere Belastungen. Und jetzt geben die Preise nach und man könnte sich überlegen, na, jetzt verwirklichen wir den Traum vom eigenen Wohnen. Aber das ist tatsächlich vielleicht sogar schwerer möglich als in den letzten Jahren, weil ja gleichzeitig die Zinsen stark anziehen. Also die Baufinanzierung ist massiv teurer geworden in den letzten Monaten. Das kann ruhig mal ein Tausender pro Monat mehr Belastung dann ausmachen, der sich allein durch den Zins ergibt. Wir wissen ja, die letzten Jahre hatten wir Zinsen oft um 1% oder sogar weniger, 0,8% für eine Baufinanzierung. Und die sind jetzt innerhalb weniger Monate auf 3% oder sogar mehr gestiegen. Ja, wir leben in recht unsicheren Zeiten. Da ist einmal die Corona-Krise. Außerdem gibt es natürlich den Ukraine-Krieg und die Inflation. Inwiefern hat das denn Auswirkungen auf den Immobilienmarkt? Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil, wie du gesagt hast, ganz viele Faktoren hier eben aktiv sind. Das Wichtigste, da haben wir gerade drüber gesprochen, sind die Hypothekenzinsen. Also eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen ist teurer geworden. Das erklärt so die Kaufzurückhaltung bei den meisten. Es sind viel mehr Objekte am Markt. Man hat eine größere Auswahl. Das ist das eine natürlich. Andererseits merken wir auch, dass die Inflation steigt. Die Energiepreise gehen nach oben. Leute wissen vielleicht nicht, was ist mein Geld in einigen Jahren noch wert. Wer jetzt also viel gespart hat, wer viel Eigenkapital hat, wer sein Geld in Sicherheit bringen muss, wer fürs Alter vorsorgt, der könnte schon den Anreiz haben, vielleicht sich eine Wohnung zu kaufen, um Geld anzulegen. Also als Investment, das könnte sein. Aber welche Effekte sich jetzt durchsetzen am Ende, ist jetzt noch schwer zu sagen. Da müssen wir die nächsten Quartale wahrscheinlich beobachten. Nicht überall haben die Preise nachgelassen. In Städten wie Kempten zum Beispiel sind sie sogar gestiegen. Wie geht es denn jetzt weiter auf dem Immobilienmarkt? Lässt sich da eine Prognose machen? Genau, du sagst es. Die Preise steigen noch in einigen Regionen, in einigen Städten. Und das gilt auch für uns. In Kempten zum Beispiel haben sie stark zugelegt, bis um 10% sogar teilweise. Und hier wirkt natürlich die alte Entwicklung fort. Also Bayern war eine Boomregion, es gibt eine starke Industrie, es gibt eine schöne Landschaft, gerade um Kempten, ums Allgäu herum, dort wollen Leute wohnen, dort ziehen Leute hin, Immobilien waren begehrt und darum haben die Preise jahrelang zugelegt. Und das ist dieser Schwung praktisch, der bis heute fortwirkt. Und diese Preisnachlässe sind jetzt erste Städte praktisch, wo dieser Trend sich umkehren könnte. Welche Dynamik jetzt gewinnt, ob der Zuzug weiterwirkt, die wirtschaftliche Prosperität in der Region und damit die Preise weiter steigen, oder doch tatsächlich einen Umschwung einsetzt, das müssen wir dann in Zukunft sehen. Mancherorts sind die Preise für Einfamilienhäuser gerade gesunken, aber ob es sich tatsächlich lohnt, jetzt zuzuschlagen, das hängt von vielen Faktoren ab. Vielen Dank, Michael, für die Infos. Danke, Greta, hat Spaß gemacht. Und auch das ist heute noch wichtig. Wie geht es in der Gaskrise weiter? Die EU-Kommission stellt heute einen Vorschlag vor, wie sich Europa auf einen drohenden Gasmangel im Winter vorbereiten kann. Derzeit gibt es Sorgen, dass Russland bei der Pipeline Nord Stream 1 nach einer geplanten Wartung den Gashahn nicht wieder aufdreht. Ranger, die kennt man ja vor allem aus dem Fernsehen, wenn es um die Nationalparks in den USA geht. Jetzt will Augsburg tatsächlich auch Ranger einsetzen. In letzter Zeit haben nämlich immer mehr Leute wild gezeltet oder sogar ein Feuer im Stadtwald oder in den Naturschutzgebieten angezündet. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Naturschutzbehörde sollen also wie Ranger in den USA kontrollieren, dass die Regeln eingehalten werden und die Menschen für den Naturschutz sensibilisieren. Zunächst mal schafft die Stadt 1,5 neue Stellen. 2014 sollen es dann noch mehr werden. Und das war's auch schon wieder mit den neuesten Nachrichten aus Augsburg. Mein Name ist Greta Prünster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich sag Tschüss. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.